Die Aussage von einem Gelehrten ist nicht der Beweis. Denn die Aussage von Allah und seinem Gesandten stehen über alle Aussagen der Gelehrten. Natürlich brauchen wir die Gelehrten, um die Beweise zu verstehen. Aber der Gelehrte selber ist nicht der Beweis. Und dann kommt eine Schubha, die bei vielen Leuten so immer eintrifft. Sie sagen, willst du mir sagen, dass dieser große Imam nicht alle Hadithe kannte? Dann sagen wir ihnen, willst du mir sagen, dass einer, der größer und größer und größer und noch größer war als dieser Imam, wer? Abu Bakr al-Siddiq und Umar ibn al-Khattab in manchen Angelegenheiten der Religion daneben lagen.